Monatshoroskop Mai 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und berechnen ihren Horoskopen anders. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist anders als in westlichen Astrologie. Ich biete diese Monatshoroskopen als Blitzberatungen an, nur für 10 Euro. Schweiz ist etwas mehr wegen die Bankgebühren. Liebe Diadalia, ich grüße dich, das ist dein Monatshoroskop. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop, ändert sich nichts. Das zeigt dein Seelenplan und das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Das zeigt den Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sich aber. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Bei der Sonnenbewegung ist es ein bisschen anderes, weil eigentlich diese Art von Bewegung macht nicht die Sonne, sondern unseren Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, wenn die Bewegung die Sonne machen würde. Diese Bewegung, was man als Transit nennt, aktiviert immer wieder Themen, Lebensbereichen im Horoskop. Und genau das schauen wir an. Ich starte mit 1. Mai. Sonne befindet sich im Widder. Sonne zeigt die Monatsthemen. Da fließt die Lebensenergie. Widder symbolisiert Neuanfang und befindet sich bei dir im 9. Lebensbereich. Hier. Und in dieser Richtung handelt es sich um Reisen, Ausland, Auslandskontakte, aber auch spirituellen Reisen und eine innere Reise, Spiritualität oder Glaubenssätze. Hier hast du im Geburtshoroskop Jupiter und Jupiter zeigt dir, in dieser Richtung wirst du Glück haben. Uranus befindet sich auch immer wieder und Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Thema ist Neuanfang oder Reisen oder Ausland oder Spiritualität. Uranus bleibt noch einigen Jahren hier im Widder nach indischen Berechnung. Jetzt betrachten wir noch die zwei Mondknoten in dein Geburtshoroskop. Die beiden Mondknoten bilden sich eine Drache. Aber diese Drache ist getrennt. Der Kopf wurde abgeschnitten. Und wir kennen nur einen Teil. Und das ist der Körper. Und dieser Körper, was wir kennen, nennt man Ketu oder absteigende Mondknoten. Das hast du hier. Das ist hier die absteigende Mondknoten. Und das zeigt Vergangenheit, alten karmischen Themen, diesen Lebensweg, was du schon gegangen bist in früheren Leben, das Gesamte. Und das im Jungfrau. Und die Jungfrau zeigt, sei klug, ökonomisch, untersuche etwas, sei auch ein bisschen kritisch, trenne Spreu von Weizen, bring alles in Ordnung. Heilung gehört auch dazu, eine Reinigung und das erlebst du im 2. Lebensbereich und hier handelt es sich um deinen Werten, Selbstwertgefühl, Wertschätzung und auch Finanzen. Das ist für dich sehr, sehr wichtig, weil hier befindet sich deine Sonne, das ist dein Selbst, zeigt aber auch Vaterthemen. Merkur
zeigt die Handlungen, Verträgen, Gesprächen diesbezüglich, aber auch die Zeit, die Kindheit und Jugend. Merkur herrscht über Kindheit und Jugend. Hier hast du auch Erinnerungen, weil dieser Mondknoten zeigt auch Vergangenheit. Wenn du keine Anerkennung bekommen hast oder keine Wertschätzung, dann hast du ein mangelndes Selbstwertgefühl. Und mit diesen Gefühlen beeinflusst dein Finanzen. Venus ist auch hier. Eigentlich bringt dir auch Glück, zeigt auch deine Kreativität, aber dich auch als Frau steht zu deinen Werten. Hier hast du karmische Themen. Der Drachenkopf ist das, was die Seele sucht. Unbewusst bist auf die Suche nach etwas. Wo findest du diesen Drachenkopf? Weil das, was du brauchst, das, was dich befreit, das hast du hier, das ist die aufsteigende Mondknoten oder Rahu. Und das findest du in Tierkreiszeichen Fischen. Hier handelt es sich um deinen Gefühlen. Das ist Wasserelement, hat mit Gefühlen was zu tun. Und in diesem Sternbild sind das zwei Fische. Die eine Richtung ist die Angst und Zweifel oder Verlustangst oder Unsicherheit. Das blockiert. Die andere Richtung sind die positiven Gefühle wie Begeisterung, Dankbarkeit, Hingabe, Liebe. All das sollst du leben. Und hier hast du die Wandlung. Hier brauchst du diese Erneuerungsprozesse. Und wenn das klappt, hier hast du unseren Planet Erde. Unseren Planet Erde bewegt er sich in Tierkreiszeichen Fischen in dem Tag, wo du geboren bist. Und das ist Gaia hier. Und das zeigt, hier manifestiert sich etwas. Das ist dein Basis. Das ist dein Fundament. Also achte auf deinen Gefühlen. Diese beiden Mondknoten, die bewegen sich auch und lösen was aus im Horoskop. Zurzeit bewegt sich Ketu, was die alten karmischen Erinnerungen hervorruft, bewegt sich im Schützen. Dieses Jahr und auch nächstes Jahr, auch noch 2 Jahre lang hier im Schützen. Da hast du Themen mit deiner Kindheit. Neptun ist auch hier. In dein Geburtshoroskop. In dein Geburtshoroskop zeigt Neptun, lebe deine Träume. Sei schöpferisch, aber mit Leichtigkeit. Spielerisch. Hier hast du deine Kreativität. Neptun ist auch der Planet der Künstler. Das sollst du aktivieren. Hier wird Mondknoten diese Themen hervorrufen in die nächste Zeit. Und die aufsteigende Mondknoten, dieser Drachenkopf, das ist auch die Suche, was du auch brauchst. Hier hast du in die nächste Zeit neue Lebenserfahrungen, das ist hier in den Zwillingen. Dieser Mondknoten, Rahu oder Drachenkopf, bewegt sich dieses Jahr und 2020 auch noch hier in Zwillinge und das erlebst im 11. Lebensbereich, wo dann um dein Wünschen geht, Wünsche, Sehnsüchte, Hoffnungen, daran glauben und auch Freundschaften gehört auch dazu. Also Sonne und Uranus haben wir hier besprochen, jetzt kommt Mars. Mars ist der Planet, wo alles in Bewegung setzt. Das ist die Kraft. Und mit dieser Kraft können wir uns behaupten. Wir können uns auch wehren, gibt uns auch Mut. Bewegung wie Sport gehört auch zum Mars-Energie. Es ist männlich, also kann auch bedeuten, ein Mann, entweder der Partner oder Wunschpartner, aber auch anderen männlichen Personen, wie zum Beispiel ein Handwerker oder eine Beamte oder ein netter Nachbarn oder jemand von Verwandten. Und das kann diese Bewegung, diese Mars-Bewegung auch auslösen. Mars bewegt sich im Stier. Und das heißt, hier sollst du gerade deine Kraft einsetzen.
Und das sind die Stierthemen, wie zum Beispiel die Ruhe bewahren. In Ruhe liegt die Kraft, mit Ruhe handeln, also nichts überstürzen. Dann Lebensfreude, das Leben genießen. Das gibt uns auch Kraft oder etwas, was dich zurzeit begeistert. Hier handelt es sich auch um Ansehen, Anerkennung, Respekt, dass du das verlangst, dass du deine Kraft da einsetzt oder dich wehrst. Dann handelt es sich auch um deine Wünsche, deine Ziele. Hier ist die Zielsetzung. Wenn dein Ziel ist, diesen Mann zu haben, dann glaube daran. Oder deine Berufung. Kann auch bedeuten, dass du Kontakt hast mit einer männlichen Person im beruflichen Umfeld. Und bei Stierenergie handelt es sich oft um Besitz und Finanzen. Jupiter vergrößert etwas. Jupiter ist gerade rückläufig. Und diese Rückläufigkeit ist eher eine Botschaft. Falls du was vergrößern möchtest, mach das bitte langsam. Und überprüfe noch etwas oder kommt noch etwas in Vergangenheit und beeinflusst die Geschehen. Jupiter ist im Skorpion und das hat mit deiner Wohnsituation was zu tun. In deinem Geburtshoroskop ist hier Saturn und Uranus. Sie haben andere Einsichten. Saturn möchte etwas bewahren, behüten, festhalten. Uranus will aber Veränderung. Umbrüche und Veränderungen, das ist ein bisschen widersprüchlich und das spielt sich ab in dein Innenleben, in deinen Gefühlen, weil Skorpio ist auch Wasserelement, hat mit deinen Gefühlen was zu tun. Das kann natürlich bedeuten, wenn du in Veränderungen bist, besonders wenn es um wohnlichen Veränderungen geht, bei wohnlichen Veränderungen, dass du neigst dazu, etwas festzuhalten. Und hier lernst du im achten Lebensbereich auf etwas Neues dich einlassen, weil das sind die Erneuerungsprozesse oder lernst etwas mal loslassen und lernst nicht immer alles festzuhalten. Also alles vielleicht nicht, aber oft, wenn das um die Wohnsituation, um den Wohnort geht. Pluto ist auch rückläufig, das bedeutet auch, es bremst etwas oder Vergangenheit. Oft sind das karmische Themen. Pluto befindet sich im Schütze und Saturn auch, beides. Saturn ist im Schütze, Pluto ist im Schütze, beide sind rückläufig. Und hier hast du Erinnerungen an deine Kindheit, auch karmische Erinnerungen, Ketu bewegt sich auch hier, karmische Erinnerungen und hier lernst du dein Leben schöpferisch gestalten oder etwas mit Leichtigkeit betrachten. Hier lernst du Lebensfreude, das Entdecken in dein Leben, diese Lebensfreude. Neptun lässt unserem Träume leben. Vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Neptun bewegt sich im Wassermann und das im siebten Lebensbereich. Und hier handelt es sich um Liebe, Partnerschaft. Da kannst du jetzt gerade deine Träume leben. Ein Venus-Einfluss bedeutet, wir verschönern etwas oder kommt ein kleines Glück oder Harmonie. Venus ist weiblich, also zeigt uns Frauen, dass etwas ändert sich an unserem Aussehen, wie zum Beispiel neuer Haarschnitt oder Kosmetik oder anderen Kleider. Passiert auch im Venus-Einfluss, aber kann auch anderen Frauen auch bedeuten, Kontakt mit einer Freundin oder Kollegin oder jemand von Familie. Venus ist der Planet der Liebe, also oft aktiviert Thema Liebe, Partnerschaft. Venus ist auch die Schönheit, Kreativität, Kunst, beeinflusst auch unsere beruflichen Zukunft, kreative Arbeit oder Glück, steht auch zum Selbstständigkeit. Venus befindet sich im Fischen und hier hast du eine gewisse Wandlung.
was die Liebe betrifft oder deine Weiblichkeit betrifft. Im achten Lebensbereich sind auch Themen wie Sexualität. Merkur befindet sich auch in Fischen. Bei Merkur handelt sich entweder die Erinnerungen an deine Jugend oder Handlungen, Verträgen, Terminen, Gesprächen. Und zum achten Lebensbereich, hier in Fischem im achten Lebensbereich, gehören auch noch zusätzlich Themen wie Erbschaft, Investitionen oder Ämten, was mit Finanzen was zu tun hat, wie Finanzamt, Versicherungen, Banken. Mond befindet sich auch hier. Mond hat einen Einfluss auf unseren Alltag. Mond beeinflusst auch unsere Gefühle, herrscht über das Unbewusste, über unsere Träume, über unsere Gefühle, zeigt auch unsere Intuition. Oft handeln wir bei Mondeinfluss intuitiv. Mond ist die Empfängnis, kann auch Schwangerschaft auslösen, eine Mondbewegung. Und steht auch für Mütterlichkeit oder zum Mutter. Also kann auch Mutterthemen bedeuten. Sonne symbolisiert Vater und Mond symbolisiert Mutter. So war die Bewegung um 1. Mai. 2. Mai 2019 steht Mond mit Venus in Verbindung. Und das heißt, sie wirken zusammen, können gar nichts getrennt wirken. Und es handelt sich um Liebe, Partnerschaft und um die Gefühle. Oder etwas löst aus in unseren Gefühlen, Thema Liebe oder eine andere Frau kann auch das solchen Themen auch auslösen. Einfluss von einer Frau und das bewirkt etwas in unseren Gefühlen. 3. Mai steht Mond mit Merkur in Verbindung und das heißt, die wirken zusammen. Hier handelt es sich um Kommunikation und das ist gefühlsvoll oder über Gefühlen, sprechen über Gefühlen oder kommt ein Nachricht und das bewirkt etwas auf unseren Gefühlen. Entweder ist es erfreulich und begeistert uns oder löst Wut aus. Wut hat auch mit unseren Gefühlen was zu tun. 4. Mai ist Neumond im Widder, exakt um 23.46 Uhr, also fast Mitternacht. Das heißt, es wirkt noch um 5. Mai auch noch. Das heißt, Mond übergeht im Widder. Und Sonne und Mond treffen sie sich hier im Widder. Widder symbolisiert oft Neuanfang, Begeisterung, Neuanfang, stürmisch voran. Aber Neumond zeigt, das wäre nicht gut. Das wäre nicht gut. Bei Neumondposition sollen wir abwarten, zurückhaltend sein, nachdenklich sein oder meditieren. 5. Mai übergeht Merkur im Widder. Da sind hier Widder-Themen, entweder Neuigkeiten, Chancen, Möglichkeiten, Begeisterung, Neuanfang. Dann kommt noch Themen dazu von 9. Lebensbereich wie Reisen, Ausland, Spiritualität, Bildung, Prüfungen. Das wird auch aktiviert. Bei Merkur kann auch bedeuten Lernen, wie zum Beispiel Fremdsprache. 6. Mai übergeht Mond im Stier und aktiviert Stierthemen wie die Ruhe bewahren, das Leben genießen, etwas verschönern, gemütlich machen oder etwas Wertvolles in Besitz nehmen, etwas befestigen, über Finanzen kümmern. Und dann kommen die Themen dazu, was die 10. Lebensbereich hier auslöst und das sind Zielerreichung, Berufung, Ansehen, Anerkennung. 7. Mai übergeht Mars in Zwilling.
Also kommt die Zwillingenergie dazu, wie Kommunikation, Leichtigkeit, etwas Spielerisches. Hast du auch Kraft oder eine gewisse Neugier, Bewegung. Dann die Themen dazu von 11. Lebensbereich, deine Hoffnungen, deine Wünsche. Das kann ein bestimmter Mann sein. Also Thema Liebe, Partnerschaft oder Freundschaften. Und das entweder, weil du hier Kraft zeigst und dich durchsetzt oder dich wehrst in dem Bekanntenkreis, oder hast du Kontakt mit einer männlichen Person. 8. Mai übergeht Mond in Zwillinge und trifft mit Mars. Und das kann wirklich bedeuten, dass du mit einem Mann triffst und das hat einen Einfluss auf deine Gefühle. Im selben Tag steht Uranus mit Merkur in Verbindung und sie wirken zusammen. Und hier handelt es sich um Überraschung, unerwartete Ereignisse, Veränderungen durch ein Gespräch oder durch ein Nachricht. Und das kommt mit Höchstwahrscheinlichkeit aus Ausland. 10. Mai übergeht Mond im Krebs, das ist Rückzug. Aber auch die Suche nach dein Zuhause. Krebs hat mit unserem Zuhause was zu tun. Mond ist auch hier. Das entspricht deinen Gefühlen, dein Unbewussten. Hast du auch Mutterthemen? Das ist irgendwie auf die Schattenseite gestellt. Mond aktiviert diese Thematik. Das kann eine gewisse Nostalgie sein, Nachdenklichkeit oder vielleicht sogar Traurigkeit. Und hier in diesem Bereich, gerade hier, wo Mond in dein Krebs ist, im Verborgenen, im 12. Lebensbereich, heißt, deine Seele braucht ein Zuhause, einen inneren Tempel. Und das ist die Rückzug, Meditation. Und das ist für dich eine Heilung. 11. Mai übergeht Venus im Widder. Und das bedeutet entweder Neuanfang in die Liebe, das wäre die Widder-Energie, oder ein schöner Urlaub, schöne Erfahrung im Ausland oder Liebe im Ausland oder ein Liebesurlaub oder Kontakte mit einer Frau von Ausland oder Kreativität, Spiritualität. 12. Mai ist Halbmond hier im Krebs. Halbmond ist Spannung, Unsicherheit, Nervosität. Damit du das entspannen kannst, ziehe dich zurück. Du brauchst in diesem Tag die absolute Ruhe und inneren Gleichgewicht. Dieser Halbmond ist exakt um 2.12 Uhr. Es fehlt in diesem Tag die Erde-Element, die Sicherheit, Stabilität und Struktur. 13. Mai übergeht Mond im Löwe. Du hast Löwe Aszendent. Dein Mars ist auch hier im Löwe in dein Geburtshoroskop und das zeigt deine Kraft und du kannst dich behaupten, du kannst dich durchsetzen im Leben. Kann bedeuten, dass du sportliche Aktivitäten hast. Mond aktiviert das. Und das heißt, du nimmst etwas gefühlsvoll wahr oder kommen Einflüsse von außen und das beeinflusst schon deine Gefühle. Mond löst auch aus kleinere Veränderungen. Das ist möglich, dass in diesem Tag verschönerst an dir etwas. Schöne Kleid oder eine neue Handtasche oder Schuhe, das passt auch zum Löwe. Und das ist auch Glanz. Und das kann natürlich auch auslösen, dass in dein Aussehen ändert sich etwas. Die Mondphase ist zunehmende Mondphase. Bei zunehmender Mondphase können wir etwas beginnen, was zunehmen soll oder vermehren soll. Bei abnehmender Mondphase können wir etwas loslassen, verabschieden, trennen, kündigen, aber immer achten auf den Halbmond. Position auf diesem Tage, weil es immer Spannung, dann gelingt das nicht. 15. Mai übergeht Mond im Jungfrau und aktiviert bei dir Themen wie Werte, Selbstwertgefühl, Wertschätzung
oder etwas Wertvolles in Besitz nehmen. Das ist nicht immer materiellen Dinge, das auch kann geistige Reichtum sein oder Ideenreichtum. Und hier bei Jungfrau Energie handelt es sich auch um Ordnung und Heilung und du sollst auch um die Finanzen aber auch kümmern, die Finanzen in Ordnung bringen, da erinnert dich die Mondbewegung hier. 16. Mai übergeht Sonne im Stier und damit beginnt ein neues Monatsthema. Das sind die Stierthemen, das Leben endlich mal genießen und darauf achten, dass in unserem Umgebung alles schön dekoriert ist, dass wir uns wohlfühlen, dieses Wohlbefinden und das mal genießen oder schön essen gehen, mal gemütlich machen und auch wertvolle Dinge in Besitz zu nehmen und Finanzen. Und dazu kommt bei dir die Themen, was die 10. Haus betrifft, Zielerreichung, Ansehen, Anerkennung und Berufung. Berufung ist auch wichtig. Und das wird durch die Sonnenbewegung hier aktiviert. Am 17. Mai übergeht Mond im Waage. Aktiviert Waagenthemen, das ist das innere Gleichgewicht, die Gerechtigkeit oder etwas vergleichen, ausgleichen. Waage steht auch zum Partnerschaft oder etwas in Harmonie bringen oder Kunst, Kreativität. Dann kommen noch die Themen dazu von dritten Lebensbereich, dich durchsetzen. Hier musst du dich behaupten, im dritten Lebensbereich musst du dich behaupten gegen Konkurrenten. Früher in Kindheit waren noch die Geschwister oder anderen Kinder, später dann im Berufsleben. Und hier kommen noch Themen dazu, wie etwas lernen. Das kann auch die Schule des Lebens sein oder Austausch von Informationen, Medien, Nachrichten. 18. Mai ist Vollmond hier im Waage und es wird beleuchtet. Und da sollst du genau hinschauen, das sind die gleichen Themen. Und dieser Vollmond ist exakt 22:11 Uhr. Im selben Tag steht Uranus und Venus ist in Verbindung und sie wirken zusammen. Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse, entweder in die Liebe oder im Ausland oder eine Nachricht von Ausland von einer weiblichen Person. Dadurch ändert sich etwas. Oder der spirituelle Weg ist auch möglich. Am 19. Mai übergeht Merkur im Stier. Aktiviert Themen wie Finanzen und die beruflichen Situationen. Und das kann um Gesprächen handeln, Terminen, Verträgen. Im selben Tag übergeht Mond in Skorpion und hat einen Einfluss auf deine Wohnsituation. Möglich ist auch, dass du in diesem Tag gründest etwas, wie zum Beispiel Selbstständigkeit. Es ist eine abnehmende Mondphase, eignet sich dafür, alles loslassen, verabschieden, was im Weg steht. 20. Mai steht Mond und Jupiter in einer Verbindung und sie wirken zusammen. Jupiter vergrößert etwas, vergrößert die Chancen, Möglichkeiten. Sollen wir aber auf unser gesundes Bauchgefühl hören, intuitiv handeln. Bei Jupiter Mond ist die Empfängnis, Jupiter vergrößert, etwas kann auch Schwangerschaft auch auslösen. Mond steht auch in Verbindung zu unseren Gefühlen und bei Jupiter das vergrößert gerne, dann neigen wir auch dazu etwas übertreiben. 21. Mai übergeht Mond im Schütze und aktiviert bei dir Themen Kinder, Kindheit, Lebensfreude, Kreativität. 22. Mai steht Mond mit Saturn in Verbindung und Saturn zeigt, bringt das alles in Form, nimm das bitte ernst, die gleichen Themen.
23. Mai steht Pluto und Mond in Verbindung und Pluto zeigt, konzentriere auf dem Wesentlichen. Alles andere lass bitte los. 24. Mai ist Merkur im Diamant im Stier und das bedeutet, es klärt sich etwas auf, es kommt etwas im Glanz und beschleunigt etwas und das heißt im beruflichen Umfeld. Im gleichen Tag übergeht Mond im Steinbock, aktiviert wieder Themen Beruf, Alltag, Beruf, Gesundheit. Da sind Chancen, Möglichkeiten in diesem Tag, dass bei dir beruflich alles vorangeht, das hier beschleunigt etwas. 26. Mai ist Halbmond im Wassermann, das ist Unsicherheit oder Spannung und das erlebst du in Partnerschaft. Hier 7. Lebensbereich steht zum Partnerschaft, eventuell Verträge. Verträge gehören auch in diesem Bereich. Dieser Halbmond ist exakt um 17.34 Uhr. Es fehlt die Feuerelement in diesem Tag, fehlt die Kraft, fehlt die Mut, fehlt auch die Bewegung, es bewegt sich nichts voran. Auch die Begeisterung. 27. Mai steht Mond mit Neptun in Verbindung hier und das zeigt die Träume. Wenn das dein Traumpartner ist, dann glaube daran und gib das nicht auf. Dann bedeutet auch die Träume zum Leben. Beide, auch Neptun, auch Mond hat einen Bezug zu unseren Träumen. Kann auch bedeuten, dass du eine wichtige Traumbotschaft bekommst. 29. Mai übergeht Mond in Fischen. Themen sind Transformation, Erneuerungsprozesse, Finanzen, Erbschaften, auch Sexualität gehört auch in diesem Lebensbereich. Und 31. Mai ist Mond im Widder und aktiviert Themen Reisen, Neuanfang, Begeisterung, Spiritualität, Glaubensrichtungen. Liebe Diadalia, so könnte ich dein Monatshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.